Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United. Zurück zu der nächsten Episode von das Traumduo. Wir sind jetzt schon bei der sechsten Episode angelangt und wir werden uns gleich mal das Team unseres ersten Gegners angucken. Und der hat einfach mal drei Legenden in seinem Team: Pavel Nedved, George Weah und Valderrama. Ja, ich habe gerade End gesagt. unter anderem noch Walker, Okoro in der Verteidigung, Delph und Eriksen im Mittelfeld mit Sanchez, Sissoko als Linksverteidiger und Cech im Tor. Ja, die erste Szene ist dann hier Aubameyang, der den Ball auf Philipp spielt. Der macht einen schönen Dragback am Gegner vorbei, spielt den Pass dann gut in die Spitze. Lewandowski ist frei, George Cech und scheitert an ihm. Ja, eine gute Chance gleich mal zu Beginn von uns, aber Cech verhindert diese richtig gut. Und aus der nachfolgenden Ecke ist auch leider nichts geworden. Dafür gucken wir uns mal eine Ecke von unserem Gegner an, der hier köpft und Carvajal klärt den Ball auf der Linie. Aber die Szene ist noch nicht vorbei. Unser Gegner hat nochmal die Chance mit Walker zu schießen. Und Walker, der Schuss von Walker wird einfach mal abgewehrt von Mandanda. Eine richtig gute Parade. Im Gegensatz dazu, was jetzt kommen wird, Nedved wird den Ball gut auf Weah loppen. Und Weah ist dann mehr oder weniger frei von Mandanda, der dann keine Chance mehr hat bei dem starken Abschluss des liberianischen Stürmers. Ein richtig gut rausgespieltes Tor von unserem Gegner, das er sich an der Stelle auch verdient hat. Er war einfach deutlich besser als ich zu dem Zeitpunkt und der ging sehr verdient in Führung. Ein schön rausgespieltes Tor und ja, er hat auch ganz gut weitergemacht, das muss man sagen. Aber wir wollten da natürlich auch nicht nachgeben. Aber trotzdem haben wir hier erstmal die Chance des Gegners hier gegen uns. Weah setzt sich da gut gegen Saar durch. Der geht dann in die Mitte, spielt die flache Flanke auf Pavel Nedved und der muss einfach nur noch frei einschieben. Hat da keinerlei Probleme, den Ball an Mandanda vorbeizulegen. Ins leere Tor natürlich, mehr oder weniger. Und das war auch wieder richtig stark rausgespielt mit etwas Glück. Was heißt Glück? Mit einfach nur Weahs Körper, wie er sich da gegen Saar durchsetzt. Denn der sichere Abschluss von Nedved ist natürlich auch kein großes Ding für ihn, den Ball da so reinzumachen. Und ja, dann lagen wir auch schon 2:0 hinten und das war einfach richtig schwer, da sich wieder zurückzukämpfen. Aber wir haben es versucht, Aubameyang hier mit dem Freischuss und an die Latte, Leute. Also der erste Freischuss hier ging schon mal an die Latte. Das wurde aber immer weiter gefährlicher. Saar hier am Ball, spielt den Pass auf Lewandowski, wird dabei umgehauen. Wir bekommen da den Freischuss aus. Ja, nicht allzu schlechter Position, würde ich mal behaupten. Saar beschwert sich hier noch bei Delph, dass er ihn umgehauen hat. Und ja, wir schießen den Freistoß diesmal nicht mit Aubameyang, sondern wir werden ihn versuchen, mit Lewandowski zu treten. Wollen wir mal gucken, ob der vielleicht erfolgreicher sein wird als Aubameyang. Ja, Cech richtet hier die Mauer. Alonso läuft gerade noch an. Wir werden jetzt den Schützen erstmal wechseln. Wir werden Lewandowski auswählen und der versucht, den Ball in den Winkel zu zwirbeln. Wird ihm das gelingen? Es wird ihm gelingen und damit haben wir das 40. Tor des Duos auf unserem Konto. Lewandowski jubelt hier richtig ausgelassen und wir haben nochmal die Hoffnung, dass wir wieder zurück in die Partie kommen können und vielleicht noch das 2:2 erzielen, um dann in die Verlängerung zu gehen und da vielleicht noch den Sieg zu erlangen. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, das wird nicht mehr passieren. Der Gegner war so ein Bastard, der einfach mal nur auf Zeit noch gespielt hat, die letzten 7 Minuten. Also hatte ich keinerlei Chance mehr, noch ein Tor zu erzielen und ja, ne, was soll man machen, wenn der Gegner einfach nur auf Zeit hinten rumspielt? Richtig pussyhaft von ihm gewesen, aber naja. Letztendlich ist das Spiel dann auch vorbei, das kann ich schon mal sagen. Ist ja klar, jetzt ist ja nichts mehr passiert. Und wir gucken uns dann mal unseren Kontostand an. Wir haben minus 10.000 Münzen auf unserem Konto, weil wir in der letzten Episode ja noch ein Minus waren zum Ende hin und wir nur das Tor von Lewandowski haben, was wir dazu rechnen können, gehen wir dann auch schon gleich ins nächste Spiel. Und da sehen wir auch schon, wie wir unser nächstes Opfer suchen werden, unseren nächsten Gegner, den wir natürlich besiegen wollen, mit unserem guten Team, was mittlerweile ja schon sehr weit fortgeschritten ist. Wir finden dann auch schon unseren Gegner, der hat übrigens geredet, nur für die, die es vielleicht mal interessiert, er hat die ganze Zeit auf Französisch geredet. Ich habe ja ein bisschen was verstanden, weil ich in Schule Französisch habe, aber auch nicht allzu viel und der hat sich auch ganz schön oft beschwert, hat den erst ewig auch nicht ausgewählt, wie ihr hier seht. Ja, der ist mir ganz schön auf den Sack gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat bei jeder Aktion rumgeheult oder so, wenn mal irgendwas nicht für ihn lief. Er hatte Martinez Team of the Season, Quaresma und Nani vorne drin, Quintero, Herrera und Casemiro als
zentrale Mittelfeldspieler und links Alexandro und rechts Danilo und Innenverteidigung Santana und Naldo. Im Tor hatte er wiederum Leno und er hatte auch gleich mal die erste Chance auf seiner Seite. Mit Martinez setzt er sich da richtig gut durch. David Luiz sieht da richtig schlecht aus. Carvajal geht nicht ernst genug ran. Er ist dann frei und hat keinerlei Probleme, den Ball ins Tor zu treten. Und damit führt er schon 1-0 in der ersten Aktion, die er überhaupt im Spiel hatte. Wir hatten davor auch schon eine, die ich aber nicht gezeigt, weil die nicht allzu gefährlich war. Aber wir haben natürlich auch direkt wieder versucht, einen Gegentreffer für ihn zu erzielen. Und zwar hier mit der direkten Antwort von Lewandowski. Scoop-Turn jetzt noch und dann der schöne Longshot und Leno hält den Ball leider fest. Ein richtig guter Versuch da von uns an der Stelle. Aubameyang jetzt hier am Ball, spielt den Ball gut auf Philipp, der weiter auf Lewandowski lässt ihn geschickt durch, trickst damit zwei Gegenspieler aus, hat jetzt nur noch Naldo gegen sich und er muss irgendwie vorbeikommen. Er macht den Übersteiger und Naldo legt sich hier in ein richtig schönes Tor, muss man jetzt sagen. Ja, ich wollte es noch nicht vorwegnehmen, aber jetzt habe ich es gesagt. Ein schönes Tor da an der Stelle von Lewandowski. Schönes lange Eck gezwirbelt. Lässt den gegnerischen Keeper und Naldo da auch keine Chance. Er tanzt ihm auf dem Bierdeckel aus. Erinnert mich ein bisschen an die Messi-Boateng-Szene, wer sich noch dran erinnert. Und ja, richtig schönes Tor da von Lewandowski und von uns an der Stelle. Muss ich auch mal selbst Lob geben, weil ich fand es einfach nur richtig gut rausgespielt. Wir haben dann auch direkt weitergemacht. Lewandowski frei vor Leno und der lupft den Ball an die Latte. Und da haben wir richtig viel Pech gehabt, dass der Ball nicht reingegangen ist. Marokka denn hier im kleinen Dribbling da versucht er an seine Gegenspieler vorbeizugehen. Spielt den Ball auf Gündogan, der weiter auf Aubameyang und der kommt erstmal frei durch. Muss dann irgendwie den Ball in die Mitte bekommen. Flankt dann zu Lewandowski, der kommt leider nicht an den Ball. Leno verlängert den Ball zu Philipp, der zu Lewandowski und der haut ihn dann wiederum rein. Das 42. Tor des Duos. In der Episode jetzt schon 3 Tore und alle 3 von Lewandowski. Der war in der Episode richtig gut drauf und hatte Bock, Tore zu erzielen. Von Aubameyang bisher noch nicht allzu viel zu sehen, Positives, aber das wird, denke ich mal, noch kommen. Und ja, hier ein richtig schönes Tor, finde ich. Der Volley war richtig gut genommen von Lewandowski, technisch perfekt mitgenommen. Und ja, unser Gegner denn hier am Ball mit Quintero, macht den schönen Scoop-Turn, ist frei vom Mandanda und der lässt ihm da keine Chance. Quintero, ein richtig starker Abschluss hier an der Stelle und ihr seht vielleicht schon, ich habe eine rote Karte bekommen mit Xabi Alonso. Den werde ich dann im nächsten Spiel für einen Bronzespieler erstmal austauschen müssen. Aber das denkt man nicht allzu wichtig. Wir haben hier wieder versucht, die direkte Antwort unserem Gegner zu geben. Lewandowski geht ins Dribbling, wird dann von den Beinen gerissen von Naldo. Und ja, unser Gegner hat sich dann richtig aufgeregt, weil er auch mit Naldo die rote Karte gesehen hat. Er hatte ihn ja, glaube ich, in First in Form, ich bin mir nicht sicher. Aber naja, ist trotzdem menschenbitter für unseren Gegner. Hier gelb-rote Karte für ihn. Und wir haben einen Freischuss aus einer richtig gefährlichen Position. Und da wir schon den Doppelpack mit Lewandowski an der Stelle hatten, habe ich natürlich versucht, den Freischuss mit ihm reinzutreten ins Tor. Und ja, mal gucken, ob uns das gelungen ist. Er beschwert sich hier noch bei Naldo, dass er ihm da umgehauen hat. Da Alonso schon runter ist, wird Lewandowski direkt treten und den Ball in den Winkel hauen. Ein richtig schönes Freischuss-Tor hier an der Stelle wieder mal von Lewandowski. Eine seiner Spezialitäten anscheinend, obwohl er eigentlich schlechtere Werte hat als Aubameyang, aber ich kriege die mit ihm irgendwie besser hin. Ich weiß auch nicht warum. Aber jedenfalls das 43. Tor hier schon für unser Duo und das konnte auch gut und gerne so weitergehen, wie es bisher jetzt aussah. Ein richtig guter Spielverlauf für uns und wir haben auch gleich versucht natürlich weiterzumachen, aber unser Gegner hier mit Quaresma spielt den Pass auf Martinez, der dann einfach im leeren Tor mehr oder weniger steht und ja, den einfach einschiebt. Da war nichts Schweres dran, den beiden noch reinzumachen für Martinez. Hat er sich da aber wieder mal eigentlich ganz gut rausgespielt, auch wenn es ein bisschen sweaty war, aber ich meine, was soll er da trotzdem machen? Er hat gut rausgespielt, das kann man ihm wirklich lassen und wir haben da auch einfach nur richtig grottig verteidigt wieder mal. Ja, das sollen wir mal machen. Das sage ich jetzt schon zum dritten Mal, aber ist ja egal. Er wird jetzt hier auf jeden Fall weitermachen. Wir kommen dann auch irgendwie mit Glück an den Ball. Er verliert ihn dann wieder. Herrera spielt den Ball in die Spitze auf Martinez. Der spielt den Ball weiter auf Quaresma, der ins Dribbling geht. Einige von unseren Spielern ausnimmt und dann einfach rein donnert den Ball. In der Nachspielzeit sind wir übrigens schon. Und ja, das war 4-3 für unseren Gegner. Der war einfach jetzt richtig gut drauf und hatte richtig Bock, uns zu zerstören hier. Seht ihr, er dribbelt sich da ganz gut durch. Und ja, da haben wir auch keine Chance gehabt, irgendwie was noch zu machen. Mandanda da ohne Chance, auch wenn er ihn vielleicht noch hätte halten können, hätte er die Arme nicht weggerissen so. Aber naja, ist halt die FIFA-Engine dieses Jahr. Da kann Mandanda letztendlich eigentlich auch nichts für. Er macht dann hier weiter, spielt den Ball auf Quintero, der weiter auf Martinez. Der geht in den Strafraum rein, wird von Carvajal umgerissen und ja, das ist dann der nächste schwere Rückschlag für unser Team. Hier Carvajal fault ganz klar Martinez. Zum Glück haben wir dann auch nicht die rote Karte bekommen. Wäre auch ein bisschen übertrieben gewesen an der Stelle, aber wie dem auch sei, er bekommt den Elfmeter, wird ihn wahrscheinlich mit Quaresma schießen, ich weiß es nicht mehr genau. Wir machen da ein paar Faxen mit Mandanda und währenddessen wechselt er schon auf Martinez rüber, wird ihn jetzt mit ihm schießen, sein Kapitän.
Wir wackeln miteinander da ein bisschen rum, versuchen die Ecke zu erahnen, wo er hinschießen wird, und haben sie sogar richtig geahnt, aber konnten letztendlich da auch nicht mehr rankommen. Und somit liegen wir schon 5-3 hinten, und das war wirklich eine mehr oder weniger aussichtslose, ja, Situation, die wir da hatten. Wir haben natürlich trotzdem weiter versucht zu spielen, aber unser Gegner war einfach zu gut drauf. Spielte den Ball auf Mandanda. Mandanda bekomme ich angewählt, anstatt dass er ihn einfach wegschlägt. Hatte ich keine Chance mehr zu reagieren, und Martinez dann mehr oder weniger vor einem leeren freien Tor kann er ihn einfach einschieben, und unser Gegner führt dann auch schon 6-3 in der 110. Minute, und das war dann schier unmöglich, da noch aufzuholen. Also das war wirklich nicht mehr zu packen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das wird kein Sieg mehr für uns werden. Eigentlich schade, aber was will man machen? Wir haben da richtig Pech, dass wir Mandanda da angewählt kriegen. Er kommt natürlich richtig gut, fair an den Ball und hat da keine Probleme, den Ball einzuschieben. Wir haben hier ein bisschen Glück, dass wir am Ball bleiben, aber Mian geht da leicht ins Dribbling, macht den Roulette, schießt, Leno hält, und Lewandowski hat dann keinerlei Probleme, den Ball zu seinem 4. Tor in diesem Spiel einzuschieben und das 44. Tor des Duos klar zu machen. Er hat jetzt einen Viererpack erreicht, und Aubameyang bisher noch nicht eine einzige wirklich sehr gute Aktion in dieser Folge, muss ich leider so sagen. Da war diese Folge nicht ganz so stark, aber wir sind immerhin wieder im Plus durch den Hattrick von Lewandowski, die natürlich die 3 Tore sind, und noch den 4. Schlag, den er den Gegner verpasst hat. Damit sind wir auch wieder im Plus. 15.000 Coins haben wir auf unserem Konto, und im letzten Spiel kann ich schon mal vorwegnehmen, das wird nicht allzu lange gehen mehr. Ihr seht schon in der Videolänge, dass das letzte Spiel nicht allzu lang ist. Ja, während hier ihr gerade noch unseren Kontostand seht, seht ihr, wie jetzt die Teamfitness gegeben wird und dann der Gegner gesucht wird. Özcanadi habe ich in der Zeit schon reingepackt für Alonso. Aber das ist jetzt nur so, um zu beweisen, dass ich nicht ein Spiel zwischendurch gemacht habe. Ich muss jetzt mit der Strafe leben, und das war auch nicht allzu schlimm, diese Strafe, weil ihr werdet es gleich sehen, warum. Ist ja auch egal. Wir suchen jedenfalls unseren letzten Gegner, unser letztes Opfer für diese Episode. Wir wollen nochmal einen Sieg rausholen natürlich, um nochmal ein paar Coins gut zu machen. Unser Gegner hat dann auch schon gedrückt gehabt, hat nicht die volle Chemie und eine richtig schlechte Angriffsbewertung. Und wir werden auch gleich sehen, wieso. Eigentlich müsste er mit die höchste haben, weil er hat den OP-sten Stürmer dieses Jahr mehr oder weniger drin. Und zwar Ibarbo als Stürmer. Denn ein 50er Innenverteidiger, der Kolumbianer ist, als rechten Stürmer. Keine Ahnung, warum er ihn da hat, der Bronze-Rechtsverteidiger auch, und ja, noch ein paar andere Spieler, die eigentlich total sinnlos da drin sind. Da gibt es deutlich bessere Alternativen, aber es soll uns nicht interessieren. Aber Aubameyang macht hier das Dribbling richtig gut, geht dann richtig vielen Gegenspielern vorbei und ist dann mehr oder weniger frei vom gegnerischen Keeper und hat dann keinerlei Probleme, den Ball endlich mal einzuschieben in dieser Episode. 45. Tor des Duos und endlich mal wieder eins von Aubameyang. Das war ja in dieser Folge nicht so der Fall bisher, dass er mal was Gutes gemacht hat, aber hier ein richtig starkes Dribbling und der sichere Abschluss dann zum Ende hin ermöglichen uns das nächste Tor für unser Duo, und ja, auch die nächste Chance wird dann hier gleich von uns sein. Gündogan flankt den Ball in die Mitte bei der Ecke, Philipp köpft den Ball ins Tor, und ja, mal kein Tor von unseren beiden Stürmern, das ist mal was Neues, dass einer von den Zehnern trifft, die eigentlich Bronze sind und deswegen eigentlich nur als Lückenfüller da sind, aber unser Gegner hat sich dann gedacht, nee, ich habe keinen Bock mehr, und ist dann gequittet, wie ihr jetzt hier schon seht, und damit haben wir auch dann das dritte Spiel schon beendet und kriegen sogar noch 10.000 Coins plus das Aubameyang-Tor dazu. Oder wartet mal, ja doch, das Aubameyang-Tor, wie ihr jetzt sehen werdet, Tor von Aubameyang, den Rage-Squid, dafür kriegen wir noch 5.000 Coins und natürlich den Sieg, den wir dadurch erlangt haben, kriegen wir auch nochmal 5.000 Coins, Kontostand ist mittlerweile 30.000 Coins, und ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen, lasst ein Like und ein Kommentar da, wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Episode von Das Traumduo. Jo Leute, herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal von FIFA United zu der 5. Episode von Das Traumduo. Ja, wir haben im Hintergrund wieder unser standardmäßiges Ziel.